Wenn ich an die Zukunft denke, dann macht mir am meisten Angst, dass ich nicht weiß, was in der Zukunft passiert. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne weiß, wie es weitergeht. Und dann sagen sie immer, ja, es wird schon gut, aber ich möchte es eigentlich schon jetzt gerne wissen. Das Ungewisse, das macht mir Angst. Also das nervt mich. Also ich muss sagen, mir macht es ein bisschen Angst, wenn ich an die Zukunft denke, dass ich vielleicht den falschen Beruf irgendwie für mich auswähle, weil ich das irgendwie ein bisschen erschreckend finde oder angsteinflößend finde, dass man jetzt schon entscheiden muss, was man für den Rest seines Lebens machen soll. Und das macht mir tatsächlich ein bisschen Angst. Wenn ich diese ganze Weltpolitik und das ganze Weltgeschehen ansehe, wird mir schon sehr unwohl um die Zukunft. Mal das Ganze, die Klimasache, wenn ich daran denke, dass meine Kinder nicht mehr so eine Natur antreffen werden, wie ich sie angetroffen habe, mit viel weniger Artenvielfalt, weniger Tiere. Das macht mir schon sehr Angst. Und auch dann kommt dieser ganze Egoismus des Menschen, der halt vorhanden ist und der so schwierig ist zu bekämpfen oder fast unbekämpfbar ist. Und dass diese Probleme schon so fortgeschritten sind, dass man sie fast nicht mehr lösen kann. Das macht mir sehr Angst und auch dieser ganze Fremdenhass und Frauenhass, der existiert und halt oft jetzt langsam wieder Schwung bekommt, das macht mir sehr Angst. Ja. Also wenn ich an die Zukunft denke, macht mir der Klimawandel Angst, dass wir irgendwann keinen Schnee mehr haben oder dass wir Überflutungen immer mehr haben. Und mir macht auch Angst, dass vielleicht mal meine Kinder krank werden, dass sie dann sterben, so dass einfach so schlimme Dinge passieren könnten. Mir macht es Angst, wenn ich an die Zukunft denke, vor allem das aktuelle Thema Klimawandel, dass man halt einfach nicht weiß, wie es ausgeht, ob die Menschheit die Kurve bekommt oder ob es einfach jetzt absolut verkackt ist mit dem Klima und dass man halt auch einfach, wie gesagt, in den Beruf eingedrängt ist, den man eigentlich überhaupt nicht haben will und man keinen Spaß überhaupt mehr an Berufsleben oder sonst was hat und halt einfach nur morgens hingeht so, okay, Hauptsache ich hab's fertig und abends dann sich nicht mal mehr auf den nächsten Tag freut. Ich habe Angst davor, dass sich der Lobbyismus und alles immer mehr verstärkt und immer mehr in die Politik eingreift, auf jeden Fall. Und ich habe Angst um meine Enkel. Also wenn ich ehrlich sein muss, ist es wirklich. Die Situation ist ja jetzt schon so, dass man sich fragt, so ja, setze ich Kinder in die Welt, aber wieso sollte ich dann meinen Kindern so eine riesen Würde geben, so eine riesen halt Last geben, was sie jetzt mit ihren Kindern machen, wo ich ja immer noch einen Bezug dazu habe, wenn ich jetzt beispielsweise eben der Opa bin. Und da weiß ich nicht, wie sich das entwickeln soll. Angst, wenn ich an die Zukunft denke, ist jetzt erstmal für mich, dass ich meine Freunde, die ich jetzt habe in der Schule, meine ganzen engen Freunde verliere, wenn ich jetzt weiter wegziehe zum Studieren, dass ich Kontakt zu denen verliere und eben, dass ich keine neuen Freunde finde und mir das Studium absolut keinen Spaß macht, dass ich auswähle. Ich entscheide ja, wie mein Weg ist und was ich mache und was ich nicht mache. Deswegen habe ich eigentlich jetzt nicht so Angst vor der Zukunft. Und nein, ich weiß nicht, vor was ich Angst haben soll, weil wenn ich von etwas Angst haben sollte, dann würde ich dem aus dem Weg gehen und das nicht machen. Deswegen, ich glaube, ich gehe einfach meinen Weg und es kommt, wie es kommt. Also so Sorgen für die Zukunft ist, glaube ich, dass, also für mich persönlich jetzt, dass ich vielleicht nicht wirklich so weiß, was ich machen will oder dass ich halt dann einfach nicht wirklich weiß, wohin mit mir quasi. Das vielleicht, weil doch nach der Schule die Freunde doch dann jeder sein eigenes Ding macht und der eine zieht vielleicht ganz weg, der eine studiert, der andere, weiß ich nicht, reist um die Welt, man weiß das halt nicht. Und dass man da dann nicht so wirklich weiß, wo da sein Platz ist. Und also das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ich halt so meinen Weg gehe und auf jeden Fall meinen Weg finde, egal wie das Ganze jetzt eben kommt. Aber dass man da halt auch, es muss ja nicht gleich nach der Schule sein, aber es kann auch in 20 Jahren sein, dass dann plötzlich irgendwie so eine Welt zusammenbricht und dass man dann gar nicht mehr weiß, was man machen soll
oder wohin. Und ja, also ich hoffe, dass, wenn sowas passiert bei mir, dass ich auf jeden Fall wieder rausfinde. Ich meine, man gibt immer einen Weg, aber ich glaube, man findet ihn meistens nicht gleich oder vor allem alleine nicht. Ja.